Herzlich willkommen bei Isabella Floristik. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind, hier bei mir in meiner Lounge in Völkermarkt. Heute geht es um das wunderschöne Thema Winter, winterliche Dekorationen, und ich freue mich, dir einen ganz besonderen Schmuck zu zeigen. Bäumchen aus verschiedenen Naturmaterialien sind heuer sehr modern. Heute dekorieren wir gemeinsam ein Bäumchen aus der Nobilis-Tanne. Was wir dazu alles brauchen, zeige ich euch. Als Basis verwenden wir diese Oasis-Pyramide, ca. 40 cm groß. Schönes Material wie zum Beispiel der getrocknete Ruskus in Rot, Eukalyptus, Beeren wie die Hagebutte, Zapfen. Da könnt ihr unterschiedliche Zapfen auswählen, vielleicht sogar Zapfen, die ihr zu Hause vom letzten Jahr habt. Ein Golddraht wird sehr wichtig sein. Und unser Hauptbestandteil ist die Nobilis-Tanne. Nobilis-Tanne ist toll für die Innenräume geeignet, da sie eintrocknet und nicht abfällt. Wir beginnen damit, die Nobilis-Tanne klein zu schneiden. Nun beginnen wir, unsere Nobilis-Äste an unsere Oasis-Pyramide anzulegen. Diese kleinen Hafteln dienen zur Befestigung. Um das Ganze dann noch etwas aufzuhübschen, werden wir im Anschluss noch einen Golddraht drüber wickeln. Schön ist es auch, einen bisschen unregelmäßigen Abschluss. Nicht, dass alle Äste in einer gleichen Reihe sind. So wirkt es einfach natürlicher. Die erste Reihe ist geschafft. Nun arbeiten wir uns weiter bis ganz nach oben. Nun sind wir schon bei der Spitze oben angekommen. Dazu brauchen wir die kleinen und kleinsten Zweige der Tanne. Wir legen diese mit dem Ende nach oben an und stecken sie wieder mit den Drahthafteln fest. Und nun bringen wir unser Bäumchen zum Funkeln. Dazu verwenden wir den Golddraht auf der Spule und beginnen ganz oben den Draht mal festzustecken, zu befestigen. Und nun umwickeln wir unser gehaftetes Bäumchen mit der Nobilis-Tanne. Nun können wir den Draht abschneiden und befestigen das Ende wieder im Steckschwamm. Für den nächsten Schritt brauchen wir einen Übertopf, eine Jutta, Steckschwamm, einen Naturgarn und die Heißklebepistole. Ihr könnt einen beliebigen Topf verwenden. Wenn die Farbe nicht so ganz eure Lieblingsfarbe ist oder dem Trend entspricht, habe ich einen Trick für euch vorbereitet. Und zwar werden wir diesen Topf mit einer Jutta verkleiden. Nun wickeln wir die Jutta locker um den Topf herum. Um den Stoff zu befestigen, wickeln wir nun den Naturgarn herum. Und fertig ist unser ungestylter Übertopf. Nun brauchen wir den gewässerten Steckschwamm, geben ihn in unser Gefäß. Und jetzt bauen wir unser Bäumchen mit einem Stamm zusammen. Nun gestalten wir die Basis mit unserem ausgesuchten Material, damit unser Topf schön dekoriert ist. Wir starten wieder mit etwas Grün. Eukalyptus passt rund ums ganze Jahr. Baumwolle ist eine typische Blume für den Winter. Die Beeren sollen klein geschnitten werden und können mit dem Stiel einfach in den Steckschwamm gesteckt werden. Nun kommen unsere Zapfen zur Verwendung. Da ist es am einfachsten, man klebt sie wieder mit der Heißklebepistole. Als letzten Schliff verwende ich noch etwas von unseren Trockenblumen. Als i-Tüpfelchen dekorieren wir nun die Spitze unseres Bäumchens. Und fertig ist unser winterliches Bäumchen. Versucht es einfach selbst, es macht großen Spaß. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen auf einer weiteren Folge von Arcadia TV. Eure Isabella.